Die Hände seht ihr jetzt komplett rot. Der Verdammte hat den Jungen erschlagen. Raus aus der Schule. Slattern. Erik. Ich bin Rakel. Guckst du mein Teddy an? Das ist Lynn. Rakel radelt. Lynn guckt aus dem Rucksack hinten raus. So, wie seht ihr denn alle überhaupt aus? Männlich. Äußerst männlich, achso. Wie ein Junge. Ich sehe aus wie ein 15-jähriger Erik Ahlström. 15-jähriger, bisschen kräftig, groß und so ein bisschen ländlich gekleidet. Holzfällerhemd. Jeans, Latzhose, Holzfällerhemd. Immer ein Strohhalm in der Mund. Nein! Die selbstgedrehte schon im Mund. Selbstgedrehte. Bauer. Ich sehe ganz anders aus als andere. Also ich habe nicht blonde Haare oder Ruby. Sowas. Eher so dunkel immer gekleidet und. Groovy, sag ich doch. Nee, nicht Groovy, Groovy. Groovy hört sich irgendwie bunt an. Also, mag ich nicht. Ich habe normale Turnschuhe an, zerrissene Jeans, zerrissenes Hemd, dreckige Jeans. Ja, von der Prügelei, ne? Ja. So, wo fahrt ihr hin? Was macht ihr? Also, wo wollen wir jetzt hin? Ich habe einen Vorschlag gemacht. Was wollen wir denn bei dem Computerladen? Vielleicht einfach irgendwo erst hier erstmal. Gucken, von wo aus man vielleicht die Straße beobachten kann, ob uns überhaupt wer folgt. Gute Idee. Und wo? Ist die Schule direkt im Ort? Die ist, die Ortsrandslage? Die ist eher so am Ortsrand. Ist da gleich Wald nebenan? Ackerland? Ja, eher so Wiesenflächen. Brachland. Wir verstecken uns zwischen Schafen. Also dann doch lieber in den Ort fahren und dann in der Ettner Seitenstraße. Dann mal gucken, ob der uns überhaupt hinterherkommt. Wir fahren in den Supermarkt. So lustig. Wir wollten den Supermarkt und einen Raider kaufen. Raider heißt jetzt Twix. Habt ihr denn Geld dabei? Ach, bestimmt. Ein paar Groschen. Wir nehmen den, packen den aus und essen ihn. Was? Nee. Wie bist denn du drauf? Wenn wir uns nicht beim Klauen erwischen lassen, klauen wir nicht. Wie sind die alle drauf? Ja, hast du ja aber gute Freunde. Wo ist eigentlich Linda Marie abgeblieben? Achso, ist die mitgekommen? Die ist nicht mit euch mit. Ihr habt sie nicht gesehen. Ich wusste, wir haben was vergessen. Ja, die ist jetzt von ihm ermordet worden schon. Seine eigene Tochter? Seine Tochter? Wer hat das gesagt, dass das seine Tochter ist? Ich weiß, dass das seine Tochter ist. Ach so, du weißt das. Das heißt, sie muss uns umbringen? Typhus Marie. Deswegen die Geburtstagsfeier. Kommt an im Kungsberger Supermarkt. Und unsere Fahrräder, wir springen ab und schmeißen die da so hin, oder? Na, die Fahrräder irgendwo um die Seite, sodass sie nicht gleich auffallen. Sonst können wir auch gleich ein Schild aufhängen. Hier sind wir. Ich klomme irgendwo ein Neues. Und dann gehen wir rum und gehen rein schnell. Gucken hinter der Gardine und, vom genau. Schaufenster. Gardine? Nur hervor. Ja, die hatten früher immer so eine Halbgardine. Okay. Die berühmten schwedischen. Und draußen an der Scheibe stand, hör zu. Der Opa an der Kasse. Man könnte sagen, der Altschwede. Den kennt ihr auch ganz gut. Öne Palmkranz heißt der. Öne Palmkranz. Öne Palmkranz. Ist bekannt im Stenamra. Oh Mann. Nee, warum heißen die so? Sie? Das ist ein Er. Öne, Opa Öne. Warum heißen die so da? Ach so, Öne. Öne Geld. Ja, was denn? Ich glaube, du hättest einen anderen Namen nehmen sollen. Öne, ihr guckt alle aus dem Fenster an der Gardine vorbei und ihr bemerkt, dass Öne uns beobachtet. Ihr bemerkt plötzlich Önes Kopf, der mit euch durch die Scheibe geht. Was gucken wir uns denn da an? Alter Schwede Öne! Ja, ich bin's. Psst. Wir werden verfolgt. Werdet ihr verfolgt? Glaubt der Herr Hellquist sucht uns. Von einem Hellquist werden wir verfolgt.
Herr Hillquist. Ja, der ist heute ein bisschen komisch. Wer war das nochmal? Unser Lehrer. Ach, unser Lehrer da für Werken und so. Seid ihr aus der Schule geflohen? Jo. Nein, unser Nachsitzen war zu Ende. Na, zu Ende. Warum musstet ihr denn nachsitzen? Das machen doch immer nur die schlimmen Buben. Zur falschen Zeit an der falschen Stelle. Ihr ja, ich nicht. Ich auch nicht. Du auch, du warst auf ihr. Ich sage, ihr beide wart zur falschen Zeit an der falschen Stelle. Ich nicht. Ich war zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle. Und zwar meine Faust in Svens Auge. Öne scheint so ein bisschen eingeschüchtert zu sein. Sollen wir es ihm sagen? Wir wissen vielleicht ja nicht kauft ihr erstmal was, dann können wir darüber reden. Wir wissen ja wir nicht haben ganz ja was genau, gesehen, was wir uns nicht ganz erklären können. Und er hat uns eingesperrt. Im Klassenraum. Hat er gar nicht. Nee, hat, du hat hast bloß nicht. Die Klinke ich kaputt die Tür gemacht. Aufmachen und hat er die Klinke in der Hand, weil er die Tür noch nicht fertig repariert hatte. Also, was ist jetzt passiert? Der Lehrer war irgendwie hinter uns her. Und zur Sicherheit sind wir erstmal abgehauen. Zur Sicherheit? Ja, wer weiß, was der will. Vielleicht wollte nachher müssen wir noch länger nachsitzen. Nee. Wir haben die Vermutung, Herr Hillquist hat einen Jungen getötet. Einen Jungen getötet? Wir haben die Vermutung. So sah es auf jeden Fall aus, wo was wir so beobachtet haben. Eigentlich hatten wir die Vermutung, dass wir sein Auto waschen müssen, weil rote Farbe drauf ist. Das glaube ich viel eher. Ich glaube nicht. Herr Hillquist tötet doch keinen Jungen. Ach ja? Vielleicht nicht absichtlich. Versehentlich? Vielleicht. Wie denn? Gab's Notwehr schon in den 80er? Ja. Während er mit denen diskutiert, nehme ich mir einen Süßigkeitenriegel und esse den. Gleichzeitig raus. Kommt da jetzt irgendwas? Irgendwer? Auto? Fußgänger? Ja, ein Auto kommt, kein grüner Kombi. VW-Bus fährt vorbei und da kommt. Gehen da denn auch andere Leute gerade ein und aus einkaufen? Gut. Ab und an kommt mal einer rein. Kommen dann rein vom Eingang her und schauen euch dann so ganz komisch an und gehen dann vorbei. Weil wir da immer noch an den schwedischen Gardinen hängen. Ja, ihr hängt ja da immer noch irgendwie. Ja, also scheint er ja nicht hinterher zu kommen, denn... Also ich gehe wieder raus. Und wohin? Zum Fahrrad. Und dann? Naja, wenn keiner kommt, fahre ich jetzt erstmal nach Hause. Und dann? Das muss ich dir nicht erzählen, was ich zu Hause mache. Wo wohnst du denn? Da draußen auf der Farm. Auf einer Farm? Mhm. Kann ich mitkommen? Wir können da auch alle hinfahren, wenn euch zu Hause keiner vermisst. Nein. Nee, nicht wirklich. Machen. Ja, dann machen wir das. Okay. Öne Palmkranz steht ganz alleine. Tschüss, Öne Palmkranz. Während ihr schon draußen seid und macht noch so aus dem Fenster raus. Noch. Ihr habt gar nicht mit ihm geredet. Die Älteren reagieren ein bisschen langsamer. Ja, ihr seid auch einfach so rausgegangen. Zur Farm. Wie nennt man's? Farm. Ja. Okay. Fahrt ihr hin, kommt an. Was macht er da? Was sehen wir denn, wenn man jetzt so ankommt von Horn? Ganz normales Haupthaus, dann auf der Seite Scheune. Pferde. Dann noch an dem Haupthaus dran Stall. Was für Tiere habt ihr? Kühe. Hauptsächlich. Die stehen da hinten alle auf der Weide. Ja, wo gehen wir denn hin? In eine Scheune oder gehen wir rein zu dir? Also in das normale Haus. Genau, draußen bleiben, Wetter ist ja schön. Setzen wir uns auf eine Wiese. Vor allen Dingen die Frage ist, was wollen wir jetzt machen? Da können wir doch mit, mit keinem drüber reden. Die erklären uns für bekloppt. Wir können doch nie wieder in die Schule gehen. Also ich würde fast sagen, wir gehen zurück zur Schule und gucken uns den Parkplatz mal näher an. Ja, wollen wir warten, bis es dunkel ist? Wollte ich gerade sagen, können wir ein bisschen dunkel machen. Ist ja eh Wochenende. Ob man sieht, ob da wirklich was auf dem Boden ist oder wir so. Wir haben doch du hast doch Taschenlampen bestimmt hier. Streichholz. Nein. Streichholz in der trockenen Scheune. Taschenlampe, ja. Ja, Taschenlampe haben wir bestimmt irgendwo. Dann können wir uns doch die bestimmt ausleihen und dann damit. Aber wir müssen doch nicht zu Hause Bescheid sagen? Nein, mich wird keiner vermissen. Also gehe ich in die Werkstatt und hole eine Taschenlampe. Mhm. Ja, hast du eine Taschenlampe? Eine. Ja, mehr Taschenlampe funktionstüchtig mit Batterien. Ja, läuft. Läuft. Voll, das weiß ich jetzt nicht, aber es. Ja, das ist halt ausprobiert. Leuchtet sehr gut. Entweder glimmt es oder gleich. Schraubenzieher. Hammer. Schraubenzieher gibt's ein Hammer? Ja, einen Hammer. Ja, einen Hammer nehme ich mit. Wir haben so Zangen, Hammer. Gibt doch nicht so einen Riesenhammer, es gibt doch normale Hammer. Und du fragst dich gar nicht, was sie mit dem Hammer will. Vorschlaghammer. Du kennst sie ja nicht, sie ist schwarz angezogen, sie redet mit einem Bären und jetzt steht sie neben dir mit so einem Hammer. Jetzt ziehe ich gleich mal schwarz an mein Donnerfach. Wo willst du nur mit dem Hammer hin? Wir wollen da nur hinfahren und ja, und wenn gucken. Und wenn da noch irgendwer ist? Neigst du zu Gewalt? Unter anderem. Wenn ich muss. Er fühlt sich gleich angesprochen, unter anderem. Er hat mich gefragt. Ach so! Irgendwie Abschleppketten oder sowas? Hm? Abschleppketten? Ketten sind da, ja. Ja? Ja. Nehme ich mir mal so eine Meter, Meter 50 Kette. Wiegt aber schon einiges. Das heißt?
Das ist Fahrrad gleich platt. Ein ja. paar Kilo wiegt er schon. Oder ein Baseballschläger irgendwie was? Nee. So ein Vierkantholz, das ja. Wiegt das nichts? Großartig? Ja, es ist leichter als diese Kette. Dann nehme ich mir irgendwie so ein Meter 50 Meter Vierkantholz. Ihr seid noch in der Werkstatt jetzt, ne? Ihr wollt jetzt gerade rausgehen genau. oder wollt ihr ja. noch da bleiben? Genau. Gut. Nee, jetzt was mitgenommen. Mhm. Gut, dein Vater kommt zur Tür herein. Oh. Ja. Der Hammer ist schon verschwunden. Und sagt: Was ist denn hier los, Junge? Ich habe ein paar Freunde mitgebracht. Hallo, Herr, wie? Thorsson. Thorsson. Hallo, Herr Thorsson. Nee, da. Hallo, Herr Thorsson. Hallo, und wer bist du? Rakel, hallo. Rakel und weiter? Rakel. Rakel, Rakel. Und wer bist du? Erik Alström. Kenn ich dich irgendwo her? Weiß ich nicht. Haben wir schon das Vergnügen? Ich glaube, du bist so ein Auffälliger, oder? Bist doch hier stadtbekannt. Nein, ich doch nicht. Ja, also immer wenn es um irgendwelchen Ärger geht, dann ist... Arbeiten Sie zufällig bei der Polizei? Nein. Dann kennen wir uns nicht. Er ist Farmer. Hätte sein können, bekannt oder so. Ehrenamtlich. Sag mal, ist das mein Vierkantholz, was du da in der Hand hast? Das brauchen wir für ein Schulprojekt. Was macht ihr denn? Vierkanthölzer. Wir wollen in der Schule im Werkunterricht was bauen. Und was? Vierkanthölzer. Wir sollten erstmal nur ein paar Sachen mitbringen und Mr. Hellquist wollte uns dann noch sagen, was wir genau machen müssen. Deswegen hat sie auch einen Hammer mitgenommen. Oh nein, der ist doch schon versteckt. Die greifen doch so schnell hinter mich noch so ein paar Nägel. Ich hab die Nägel. Ja, aber es ist doch jetzt Wochenende. Ja, das ist so eine Wochenendaufgabe. Eine Wochenendaufgabe und das machst du freiwillig mit? Wir sind eine Gruppe. Ausnahmsweise mal, weil sie mich gefragt hatten. Wir sind halt eine Gruppe. Die Tochter von unserem Lehrer macht auch mit, die ist schon in der Schule. Kennen Sie wahrscheinlich unter den Spitznamen Typhus Marie. Vater, die kennst du doch, diese Modetussi, diese Linda Marie. Ja, habt ihr das Charme? Habt ihr? Du? Leider nicht. Nee. Würf es bitte mal auf Charme. Wo ich gerade zerbrochen, nicht so sein Vater. Also oder? Auch alles, was Lila ja, ist oder und? Was? Zusammenrechnen ja. oder wie? Ja, also alles, was zu der Farbe gehört, zusammenrechnen. Wo du keine Kraft hast, habe ich keinen Charme. So. Ach so, aber nur Körper und Kraft musste ich machen, ne? Ja, war richtig. Und heimlich aber nicht. Nein. Ach so. Gut, dann habe ich es richtig. Was brauche ich denn? Ich würfel gerne nochmal. Also das ist Charme. Also, okay. Du hast keine 6 erreicht. Das kannst du gar nicht wissen. Wie viele Würfel hast du denn geworfen? 3. Gut. Jetzt könntest du einen Glückspunkt einsetzen, um nochmal zu würfeln. Da habe ich keine. Alle, die keine Chips haben, haben auch kein Glück. Ah. Denn Glückspunkte weil wir 15 haben, sind. Glückspunkte haben nur jüngere Kinder. Je jünger du bist, desto mehr Glückspunkte hast du. Los, schmeiß dich an meinen Vater. Aber umso älter wir sind, umso mehr Kraft oder mehr Punkte können wir verteilen. Du könntest jetzt aber auch sagen, ja, Moment, ich habe aber noch voll die Argumente und will nochmal würfeln. Aber wenn du das jetzt nicht schaffst, also noch, immer noch keine 6 hast, dann musst du dir 2 Konsequenzen ankreuzen. Nein. 2 Zustände heißt das, ne? Ja, 2 Zustände. Ach so, nein, das ist böses Aua, das wollen wir nicht. Also kriegt er von seinem Vater eine auf... Oh. Also willst du dabei bleiben, dass der Vater dir nicht glaubt und da in der Tür stehen bleibt? Ja, ist aber... Ihr könnt das ja auch nochmal probieren. Wollte ich gerade sagen, muss ich auch ein bisschen hochwürfeln oder wie? Hä, hey, war das gerade ein Walkie-Talkie oder was? Hörst du in der Werkstatt? Nein. Sie hört Geister. Rakel. Ja? Wir kennen uns nicht, aber mein erster Eindruck ist, dass du ziemlich verwirrt bist. Ja. Und ich habe gerade gehört, dass du meinen Hammer mit hast. Ja, damit wir die Nägel da machen können. Wo abmachen? Nicht abmachen, reinmachen. Reinmachen, wo ja, rein denn? In das Holz. Ihr wollt also Nägel in ein Holz schlagen und Herr Hellquist hilft euch dabei. Nein, nein, wir wollen da was. Irgendwas sollen wir da bauen. Das hat er uns noch nicht genau gesagt. Er meinte, das ist eine Überraschung. Er hat gesagt, wir sollen die ganzen Sachen mitbringen. Er hat nur gesagt, wenn das einer von euch zu Hause hat, dann fahrt hin und holt. Und was hast du hier zu suchen? Mitläufer. Er wollte nicht. Das hat aber nichts mit dir zu tun, oder? Beim Projekt. Also ihr wollt nicht rein zufällig bei Kungsberger einbrechen und da... Wem? Wer ist das? Söhne. Nein, da waren wir schon. So. Würfel mal auf Charme. Ich? Jeder, der jetzt drauf eingeredet hat oder einreden möchte. Charme hab ich 0, aber als bei Gefühle hab ich 2. Okay. 4 und 2 macht 6.
Moment, sowas hatte ich auch. Ja, ungefähr so waren deine Argumente auch. Wenig überzeugend. Siste, geht doch. Zwei Sechsen. Schreist du einfach so in der Werkstatt. Na, siste, geht doch. Typisch Mann, lässt sich von der Frau hier bequatschen. Ja. Also er glaubt dir, dass ihr ein Vierkantholz besorgen sollt und da Nägel reinhauen sollt. Er weiß zwar nicht, warum. Er sieht immer noch sehr skeptisch aus. Wiedersehen macht Freude, ne? Ja, aber natürlich. Mein Hammer. Natürlich. Dann mach's gut, Leute. Ja. Dankeschön. Und dreht sich um und geh weg. Und komm nochmal zurück. Um zu winken. Ich muss meine Pfeile mitnehmen. Wollte ich eigentlich holen. Ach, deswegen ist er überhaupt. Und dreht sich wieder weg und geht raus. Bloß weg, bevor sich anders überlegt. Genau, schnell auf Fahrrad. Also wird's schon dunkel? Oder also wird's überhaupt schon dunkel? Ah, ihr könnt euch ja jetzt Zeit lassen und sagt dann, ihr wollt im Dunkeln ankommen. Es dauert ja eine Zeit, bis wir wieder zur Schule zurück. Ja, also es reicht ja, wenn es ein bisschen dämmert vielleicht. Wir kennen ja vielleicht ein bisschen die Gegend, vielleicht können wir auch ein bisschen über Feldwege zur Schule hinfahren, anstatt wieder mitten durch den Ort zu schüsseln. Könnt ein bisschen außen rumfahren, wenn ihr wollt. Genau. Ja. Genau. Kommt ihr vorbei auch an großen Ecospheres. Das sind große Gewächshäuser. Kugeln, die Ecospheres genannt werden. Die vielleicht mal für irgendwas gut waren, aber das wisst ihr nicht ganz genau für was. Aber manchmal klettert man da auch rum, vielleicht wenn man jünger war oder so. Ist man da einfach mal drin rumgekraxelt. Und bricht sich einen Arm. Oder sowas. Kann man da irgendwas drin finden oder so? Ja, es ist meistens, entweder sind sie ausgeräumt, komplett leer innen, also keine Technik mehr drin. Nur noch die Hülle? Und, bitte? Nur noch die... Ja, nur noch die Hülle. Manche haben aber auch noch Technik drin, aber die ist halt unbrauchbar eigentlich. Also die wichtigsten Teile fehlen. Alles, was nutzlos war, drin gelassen. Ja, gut. Kommt ihr im Dunkeln an bei der Schule, ne? Ja, aber wir gucken Parkplatz auch so, da hinten. Genau. Steht der Wagen da noch? Beim Lehrerparkplatz. Ja. Ja, da steht irgendwie ein altes Auto, aber nicht das, nicht der grüne Kombi. Da gucke ich trotzdem mal rein. Aber wir gehen ja mal zu dem Parkplatz, wo der Kombi vorher stand. Also da, wo er vorhin hinter stand. Den Parkplatz mal da so absuchen, taschenlampenmäßig. Nimmst du seine Hand in die Hand und... Ich meine. Führst ihn so. Nein, also ich gehe da hin und leuchte da, wo der Kombi vorher gestanden hat. Du guckst in das Auto rein, was da noch so steht? Ja. Ja. Es ist dunkel drin. Scheint sich irgendwas drin zu bewegen. So ganz bisschen. Ich klopfe mal gegen die Scheibe. Ja, und mit einmal... Ich leuchte da hin. Alter Schwede, was ist mit dir los? Das Fenster geht runter. Hier ist wer. Und die Putzfrau... guckt aus dem Fenster und sagt: Ah, noch Unterricht? Ganz verschlafen. Offensichtlich hat sie in ihrem Auto geschlafen. Vor lauter Schreck kriegt sie erstmal einen Mama über. Sie hat kein Zuhause. Was machen Sie hier? Oh, mein Mann hat sie rausgeschmissen. Ich weiß nicht wohin, ich schlafe in Auto. Warum schlafen Sie nicht in der Schule? Ja. Ist so viel Blut überall. Also, Schlüssel. Ist, glaube ich, nicht erlaubt. Wo ist denn der Lehrer? Welcher Lehrer? Herr Hellquist. Nach Hause oder nicht? War er irgendwie komisch? Nein, Hellquist macht keine Witze. Komischer als sonst. Hat er rote Farbe auf seinem Pullover? Er hat rote Farbe auf seinem Pullover. Farbe? Hat man gerochen, dass es Farbe ist, oder? Ich habe keinen Geruchssinn mehr. Zu viel Reinigungsmittel. Ich habe auch keinen Geschmackssinn mehr. Ah. Weggeätzt. Zu viel Koks. Zu viel Koks. Reiniger gesoffen. Genau. Das ist dieser gute Reiniger. Guter, extra aus Polen hier. Macht alles weg, auch Farbe von der Wand. Ich zufällig gefragt, wo wir geblieben sind. Halt, ja. Wie Abflug von der Wand. Ja, guter Reiniger macht alles weg. Kannst du auch hier Auto abbeizen. Ja, ja. Auto. Sollten Sie sein Auto sauber machen? Oder hat er irgendwie was davon? Ja, er hat was von mir genommen. Er hat hier auf dem Parkplatz irgendwas gemacht. Was hat er denn genommen? Ja, der hat den Eimer genommen, hat den voll mit Wasser gemacht. Den guten polnischen Reiniger. Und hat den Reiniger mitgenommen. Hat er auch gesagt, wofür? Er hat gesagt, er muss Farbe wegmachen. Hm. Und wo ist der Junge? Die Leiche. Leiche? Was für eine Leiche? Er hat einen Jungen ermordet. Ja. Herr Hellquist? Ja. Dann gehe ich erst recht zu der Stelle, wo der geparkt hatte und guck mal da hinten. Ja, du siehst da noch angehaucht so einen roten Schleier, der da irgendwie in das Pflaster gewischt wurde. Mhm. So leicht dunkelrot. Und es riecht extrem nach Reinigungsmittel. Es riecht extrem nach Reinigungsmittel, nach diesem Zeug. Also der hat hier tatsächlich was weggemacht, aber man erkennt natürlich nicht mehr, was es war. Und ich glaube, die schlafende Putzfrau ist uns auch keine Hilfe.
Hallo, ich bin wach. Ist Ihnen denn gar nichts aufgefallen? Aufgefallen, ja. Mir ist tatsächlich was aufgefallen. Was? Ihr habt doch den ganzen Flur eingesaut. Ihnen ist da was runtergefallen. Die sind ja nicht zur Seite gegangen. Wir konnten vorher nicht aus der Klasse raus. Die war kaputt, die Tür. Sollen wir reingehen in die Schule? Haben Sie einen Schlüssel für die Schule? Genau. Sehr gute Idee. Ja, hier. Aber den werde ich Danke. Nicht heben. Hey, komm zurück. Und ich laufe dahin. Voll Scooby-Doo. Was willst du in der Schule? Wo gehen Sie überhaupt auf Toilette? Ich hätte eher gesagt, wir fahren zu dem nach Hause und gucken uns den sein Auto mal an, ob das überhaupt da steht. Ja, kann man immer noch machen. Hallo, die Nacht hat gerade angefangen. Nee, sie ist nur halb zu Ende mit deiner Frage nach dem Klo. Ach, jetzt weiß ich, warum sie eine Schule will. Ja, gut. Ja, ich gehe mal da in den Bergraum. Da ist der Bergraum, warum ist das da? Und Bretter da auf dem Klo. Naja gut, bevor sie allein in der dunklen Stuhle rumstokelt. Geh ich mal zumindest mit rein. Ist ihr Schlüssel ein Generalschlüssel? Wen fragst du jetzt? Die Putzfrau oder wen fragst du? Oder fragst du mich gerade? Oh, sowohl als auch, also, je nachdem, wer mir die Antwort geben kann. Ich sage dir, weiß ich nicht. Und also, sie? Und sie sagt, das werde ich dir bestimmt nicht sagen. Gib mir den Schlüssel wieder her. Hey. Hol die da zurück. Kurva, Schweden. Und jetzt komme ich erleichtert aus der Toilette raus. Dann gehe ich in den Raum. Genau, Rake, lass uns mal in den Werkraum gehen. Mal gucken, was da ist. Ja. Versuchen wir, ob du mit dem Schlüssel irgendwie die anderen Türen hier aufkriegst. Ja, kann ich mal machen. Im Werkraum. Da irgendwie. Fummel. Fummel am Schluss. Ja, das funktioniert. Du kriegst den Werkraum auf. Der müsste doch eh kaputt sein, nachdem die mit ihrem Wagen da reingecrasht ist. Da ist doch jetzt nicht mit Anlauf da voll reingerannt. Aus dem Türrahmen da das rausgebrochen. Gott. Die Tür schließt noch und sie hat sich gerade aufgeschlossen. Auf jeden Fall. Voll gut. Ja, wir stellen irgendwas davor, damit die nicht wieder zugeht. Einfach so. Ja. Ein Stuhl zwischenklemmen. Ja. Du stellst was davor, er klemmt einen Stuhl noch zwischen. Ja. Okay. Und du, wo bist du? Stehst du draußen und... Ich guck mir das interessiert an, was die da machen. Hat er seine Tasche mitgenommen oder vergessen? Es ist keine Tasche da. Passt der Schlüssel vielleicht... Ich wollte gerade sagen, passt in der... Was? Schreibtisch. Nein, an ein ganz anderes Schloss. Viel passt kleiner. Der... Ja, ich versuche, das Schloss an dem Schrank aufzukriegen. Geht auch nicht. Schlüssel, versuch mal Rakel aufzukriegen. Du hast einen Hammer mit. Ja. Wenn du unbedingt an diesen Schrank haben willst, hau auf das Schloss. Aber ich habe ja nicht so viel Kraft wie ihr... Wir sind auch nur Teenager. Mach mal. Lass mal deine Aggression raus. Okay, ich versuch's. Wollen jetzt nicht unbedingt alles demolieren. Ich nehme den Hammer raus. Und hämmer's auf das Schloss. Ja. Ja, würfeln bitte auf Kraft. Keine Widerworte, sie hat einen Hammer. Den Hammer kannst du dann als +1 benutzen, ne? Ach so, okay. Du benutzt ja den Hammer jetzt. Was nimmst du jetzt? 4. Körper und Hammer. Bei Kraft habe ich nicht. Okay. Ich sehe es schon kommen. 6. Ah, ein Erfolg. Ja. Habe ich. Und 2, 3, 5. Schlägst das Schloss auf. Pling. Mitsamt der Halterung geht das einmal so. Ach, guck mal, die Kleine, die ja kauft. Schloss geht aber auf, oder wie? Die Tür ist auf, das Schloss ist noch zu, weil die Halterung von ja, der Tür... Ja, aber das ganze Teil ist abgebrochen. Die Tür ist auf. Also können die das jetzt aufhebeln? Aufmachen. Die können sie auch noch aufhebeln. So. Während du an der Tür hebelst, geht die andere Tür von selbst schon auf. Ach so, okay, gut. Ja, dann gucken wir da mal rein. Ja, Werkzeug. Was noch so? Werkzeug. So rechts oben in der Ecke? Da hängt eine Spinne. Oder was für Werkzeug ist da drinne? Auch ein Multitool? Nee, also so typisches Werkzeug, Säge, Hammer, also noch ein Hammer. Wirklich was Interessantes. Typisches Schulwerkzeug. Und Hammer ist übrigens aus Holz. Ein Fuchsschwanz. Genau. Also ich würde sagen, wir fahren zu dem Lehrer nach Hause. Oder willst du noch ins Lehrerzimmer? Ja, seine Post angucken. Seine Post angucken. Die kriegen doch immer, haben doch Fächer bestimmt, die Lehrer. Und dann sind doch da bestimmt irgendwelche Sachen für die drin. Ich nehme die Spinne mit. Nee, dann machen wir nämlich das noch. Dann gehen wir erst zum Lehrerzimmer. Da haben die vielleicht ja auch Spinte, wo man reingucken kann. Das jetzt in die Tasche rein? Ja, in den Rucksack. Und vielleicht auch ein Lehrerverzeichnis, damit wir die Adresse auch so ganz gleich rausfinden. In dem Raum irgendwie von dem Lehrer ein Spind, in dem Werkraum? Würdest du jetzt nicht sagen, dass das ein extra Spind ist oder sowas? Sieht alles aus wie diese Werkzeugschränke. Wo ist das Lehrerzimmer? Los, hinter. Rein theoretisch müssten wir wissen, wo das Lehrerzimmer ist. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, da kommen wir oft genug mal vorbei. Ich war oft genug drin. Schließt auf, geht auf. Geh rein, was sehe ich?
Lehrerzimmer. Ziemlich verraucht, die Butze. Nicht schon wieder hier. Verraucht, die Du kennst dich hier schon aus? Ich war oft genug hier. Okay. Mit den Elquis zusammen. Ja, ich guck so, ob da so Spinte sind, die den Lehrern zuzuordnen sind. Ja, oder welche sind so, Fächer oder so. Das sind so Fächer. Dann nicht gucken wir doch mal bei Herrn Hellquist. Da liegt ein Zettel drin. Ja, den nehme ich. Da steht drauf. Heute ist Freitag. Herr Hellquist hat wohl Alzheimer. Das ist die Benotung für die Werkstücke der letzten Stunde. Was? Und sonst ist nichts im Fach. Ich gucke noch mal rein. Noch eine Spinne. Staub. Noch eine Spinne. So. Nimmst du die auch mit, die Spinne? Leg ich sie wieder rein. Hängt da noch irgendwo eine Adressliste an der Wand, wo die ganzen leeren Adressen draufstehen? Nö. Aber wir wissen doch bestimmt, wo die wohnen. Ihr wisst nicht, wo der wohnt. Nee? Nee. Das ist doch, mir fällt gerade, das ist doch, das ist doch, Linda Marie ist doch seine Tochter. Ich habe doch die Einladung. Steht da steht doch, glaube ich, die Adresse drauf. Ah. Oh ja, cool. Da steht die Adresse drauf. Ha! Haben wir auch früher drauf kommen können. Wir stehen da alle. Sehen wir den Wald voll aus, aber Ikea nicht. Neben euch steht. Neben euch steht die Putzfrau und macht. Oh. Ach, übrigens. Ich habe die Polizei gerufen. Oh, was? Scheiße. Wieso? Ich weiß, wer ihr seid. Hier, der Schlüssel. Und wir hauen schnell ab. Also, dann machen wir gleich die Wiege. Ja. Los. Beine in der Hand und raus zu den Fahrrädern. Gut. Sie rennt meckernd hinter euch her, so wie auch vor einigen Stunden schon, wo ihr ihren Wagen ja... Er ist eh zu langsam. Genau. Wir so verstehen dich nicht Deutsch, nicht Polnisch. Schwedisch. 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 So, okay. Auf die Fahrräder, oder wie? Ja, auf die Fahrräder und in die Pampa. Und wo fahrt ihr hin? Schnell weg. Pampa. Auch in die Pampa. Schnell weg, in die Pampa. In die Pampa. Ab in die Pampa. In die gleiche Pampa? In die gleiche Pampa. Okay. Erstmal nur so da ein bisschen weiter weg von der Schule und dann steht man ja quasi im Dunkeln, dass man aber vielleicht noch sieht, ob da jetzt wirklich die Polizei kommt. Okay. Wollt ihr warten, bis die Bullen kommen? Oder wollt ihr... Erstmal, nee, ich würde sagen, weg. Erstmal verstecken. Erstmal weg, okay. Ja. Oder sehen wir vom Weiden schon diese blaue Lichter? Nein, seht ihr noch nichts. Die müssen erstmal verschüften werden. Ne? Was die Polizei ist auf einer anderen Insel. Die Polizeistation ist auch in Stenhamra. Ach so. Mist, Mann. Verschüften. Wir haben auch alles da. Ja, deswegen wohnt ihr auch. Das ist der größte Ort. Alles außer dem Puff. Ja, was macht er denn in der Pampa? Verstecken. Wir haben Kuchen in der Weide gefunden. Matschko in der Weide. Oh, das war gar kein Kuchen und Sahne. Wir hören Waterloo von ABBA. Ja, genau. Haben wir unsere Walkmans dabei? Nee. Wieso nicht? Ich habe einen geklaut. Aus dem Korb für konfiszierte Geräte aus dem Lehrerzimmer hat er ihn mitgenommen. Wenn ihr euch da lange genug versteckt, wartet, seht ihr irgendwann, dass ein Polizeiwagen da lang fährt. Ohne Blaulicht, ohne. Ja, ein Polizeiwagen. Ohne Blaulicht. Ohne Blaulicht. Der fährt da ganz normal lang und fährt zur Schule hin, dort, wo ihr gerade abgehauen seid. Ich hoffe, da stellt sich die Frage, warum die Frau da im Auto lebt. Die wurde von ihm rausgeschmissen. Ihr Mann hat sich vor die Tür gesetzt. Ihr seht von weitem da zwei Personen aussteigen, hingehen. Ja. Und dann gehen die da rein und werden schon von der Putzfrau empfangen, auf jeden Fall. Zeigt ihnen unsere Richtung? Mehr könnt ihr nicht sehen. Okay, Mann. Also, lass uns doch jetzt da auf die Adresse gucken. Auf deine Einladung gucken mit der Adresse. Und dann dahin fahren. Ich sehe nichts, ich habe kein Licht. Lüchte mal. Denn dahin fahren, wo der Mr. Hellquist wohnt. Bei uns zu verstecken, oder? Wir sind ihm in die Pampa gefolgt. Auf unserem Bonanza-Räder. Du hast ein Bonanza-Rad? Ja. Das ist aber sehr auffällig. Ich habe jeden Tag ein anderes Rad. Wenn du irgendwann ein Bonanza-Rad hast, dann weißt du ja von mir. Und ich zu Fuß komme, genau. Was fährst du, ein gelbes Bonanza-Rad? Rot. Oh, so eins hatte ich noch nicht.